Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass ich mir ein MatePad Pro in China besorgt habe. Und dieses MatePad Pro habe ich jetzt schon seit einigen Monaten im Einsatz. Und ich habe immer mal wieder gezeigt, was es alles kann, was es alles drauf hat. Und in diesem Video möchte ich euch eine ganz spezielle Funktion zeigen, nämlich die Multitasking-Funktion mit dem MatePad Pro. Wer viele andere Videos schauen möchte, jetzt da das MatePad Pro auch für Deutschland angekündigt ist und wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten irgendwie rauskommen wird, da gibt es verschiedene Ankündigungen, Preise 800 oder 500, je nachdem, was für eine Version ihr haben wollt. Das ist jetzt die Version ohne LTE zum Beispiel, die wird wahrscheinlich auch in Deutschland etwas günstiger zu haben sein. Und ja, für diejenigen, die schauen möchten, worauf sie sich einlassen, kann ich dann zumindest die Tablet-Funktion ein wenig näher bringen. Und eine der speziellen Funktionen wäre zum Beispiel das Multitasking. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Schauen wir uns also das Interface etwas genauer an vom MatePad Pro. Da können wir natürlich sehen, sie benutzen keinen irgendwelchen Launcher oder ja, einen App Drawer, sondern das wird alles auf dem Desktop abgelegt und es gibt hier noch einen lustigen Assistenten, der einem helfen kann. Multitasking funktioniert so: Wir öffnen einfach mal eine Anwendung. Wir haben traditionelles Multitasking ja auch bei Android schon länger, aber hier ist es so, dass man eben mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnen kann. Und ich öffne beispielsweise mal meinen Webbrowser hier. Ich benutze zum Beispiel Bromite als Webbrowser und öffne dann hier mal eine Incognito-Geschichte, um dann hier was zu surfen. Oder zum Beispiel kann ich hier auf meinen Podcast gehen, linux-podcast.de, dem Linux Tech, dem TechView Podcast. Und wenn ich Multitasking jetzt machen möchte, wenn ich starten möchte, dann kann ich von jeder Seite aus wischen. Und das ist jetzt der normale Zurückmodus, aber wenn ich gedrückt halte, kommt hier so eine feine Bar auf und da habe ich die Möglichkeit, verschiedene andere Anwendungen aufzurufen. Ich kann die Anwendung natürlich hier mit einem Klick auf Plus auf frei belegen und kann mir einfach sagen, welche Anwendungen ich entfernen möchte oder hinzufügen möchte, da nicht alle Anwendungen tatsächlich auch dieses Multitasking beherrschen. Aber beispielsweise kann ich sagen, okay, ich möchte hier neben dem Webbrowser surfen, möchte ich eben auch noch E-Mails anschauen oder in der Galerie was anschauen. Oder ich habe was gefunden und möchte dann in meinem Taschenrechner was ausrechnen. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich möchte den Taschenrechner ausführen. Und dann wird der Taschenrechner mir hier in einem speziellen Fenster angezeigt, das über der Webseite eingeblendet ist. Und ich kann dann mit beidem herumhantieren und arbeiten. Und ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Taschenrechner, ich möchte dich jetzt groß haben. Das geht also auch. Ich kann dann auch zurückgehen und lande dann wieder bei meinem Browserfenster. Was ich aber auch machen kann, wenn ich ja eine etwas bessere Aufteilung haben möchte, die beispielsweise Sinn macht, wenn ich hier zum Beispiel, geht das eigentlich auch mit YouTube, wenn ich beispielsweise YouTube drin haben möchte, füge ich das hier jetzt ein, sage fertig. Und ich möchte YouTube dann als Zweitfenster neben dem Browser haben, kann ich das auch nehmen und hier neben ziehen. Und ihr seht, jetzt habe ich hier so eine Kachelansicht. Ich kann ja sagen, ich möchte das dahin haben oder dahin, also wo ich es haben möchte. Ich möchte es gerne hier haben. Und dann werden beide Anwendungen ausgeführt und ich kann dann hier jetzt auch noch sehen, Leiste horizontal ziehen, um mit der Position die Fenster zu wechseln. Das heißt, wenn ich irgendwann auf die Idee komme zu sagen, nee, ich möchte das andersrum haben, kann ich dann hier einfach das nehmen und rüberziehen. Das war zumindest die Ansage. Kann natürlich sein, dass das jetzt gerade hier bei dem nicht funktioniert. Auf jeden Fall, das wäre dann die Möglichkeit, das hier rumzuziehen. Ich kann natürlich aber auch hier reingehen und sagen, ich möchte die Größe verändern. Das heißt beispielsweise, ich möchte mein Video kleiner haben und möchte dafür jetzt ein bisschen was mehr hier lesen können, was meinen Browser angeht. Und das Tolle an der Geschichte ist, wenn ich jetzt hier bin, kann ich nicht nur sagen, ich möchte diese zwei Anwendungen laufen lassen, sondern ich möchte jetzt auch noch eine dritte Anwendung laufen lassen und kann jetzt hier zum Beispiel meinen Taschenrechner aufrufen, der als dritte schwebende Anwendung hier drüber schwebt und die ich dann benutzen kann.
Und ja, ich kann das hier auch an der Seite schieben, wenn ich zum Beispiel nur das Ergebnis sehen möchte vom Taschenrechner. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diesen Taschenrechner schließen und dann wird er auch geschlossen. Das geht also auch das. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden und kann es nehmen und dann kann ich sie auch an die andere Richtung schieben und dann so kann ich dann die Position auch ändern. Das hat bei YouTube jetzt wahrscheinlich zu einem Konflikt geführt. Man muss länger gedrückt halten und dann funktioniert das. Was nicht geht, ist oben und unten anheften. Das funktioniert also nicht, sondern nur links und rechts. Oder man kann sagen, Fenstermodus. Das geht nämlich auch. Dann kann ich sagen, YouTube schwebt als Fenster im Grunde genommen über mir. Und das ist eine tolle Geschichte. Gerade auch für die Leute, die jetzt kein YouTube Premium oder sowas haben, haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe das jetzt hier im Fenstermodus laufen. Klar, man müsste es dann hier so unten reinschieben, um es dann sehen zu können, weil es keine Möglichkeit gibt, dieses Fenster in der Größe zu verändern. Aber trotzdem ist das sicherlich für den einen oder anderen eine tolle Geschichte. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon für diesen TechView Vlog. Der zeigt euch ganz grob, wie auf dem Huawei MatePad Pro das Multitasking funktioniert im Tablet-Modus auf Emotion UI 10 unter eben den Huawei-Produkten. Das funktioniert ähnlich auch, habe ich gerade noch gesehen, beim Mate X. S, das ja auch für Deutschland angekündigt worden ist und auf den Markt kommen wird, was eben die Möglichkeit bietet, als Falt-Smartphone in einen Tablet-Modus aufgeklappt zu werden. Und das ist sicherlich dann auch für diejenigen interessant, die sich dafür interessieren, wie das hier funktioniert mit dem Multitasking unter der Emotion UI 10. Das war's mit diesem TechView-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare könnt ihr hinterlassen. Falls ihr Fragen habt, auch zum MatePad Pro, gerade jetzt wird das einigen unter den Nägeln brennen, da sie ja jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, wo es ja auch nach Europa kommt, vielleicht dann auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, gerade bei der günstigeren Variante. Und da kann ich sicherlich auch ein paar Fragen beantworten. Und ansonsten Kommentare hinterlassen, liken, subscriben und den ganzen Kaderadatsch. Das war es nun. Köller Love, letzten Tag noch. Und habt Spaß an der Freude. Und ciao.